Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Sarah von Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Lücknerweg. Er hat etwa 16 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Weg so ist, dann kommt mit. Eben im Intro habe ich vergessen zu erwähnen, dass der Lügnerweg auch eine Traumschleife ist. Sein kleiner Nachbarweg, das ist der kleine Lügner. Der ist auch eine Traumschleife. An dieser Stelle bedanke ich mich noch beim Autohaus Nissan Ulrich für die Unterstützung eines neuen Wagens. Dort wird Freundlichkeit und Service noch richtig groß geschrieben. Dafür einen Daumen hoch. So, jetzt gebe ich euch ein Fazit zu dem Lücknerweg. Ich habe mich vorhin im Intro geirrt, es sind doch keine 16, es sind etwa 17 Kilometer. Nur so als Info vorneweg. Grundsätzlich würden wir euch immer raten, dass ihr auf den sahunsrücksteig.de geht und immer schaut, ob die Wege offen sind. Das ist dort sehr, sehr gut beschrieben. Ich muss sagen, dafür wirklich Daumen hoch. Der Weg ist echt klasse. Man hat wirklich ganz viele kleine Pfade, die sich unheimlich durch als Single Trails hier durch die Landschaft winden. Und was auch ganz toll ist, zwischendrin auch mal weite Ausblicke ins Land. Ganz toll finde ich ja auch, dass sich hier auch wirklich die Beschilderung eigentlich total Mühe gibt. Also wer sich hier verläuft, der ist wirklich selbst dran schuld. Also im Sommer wirklich eine ganz tolle Tour. Im Winter, jetzt im Herbst, müsst ihr wirklich darauf achten, dass keine Bäume euch in den Füßen rumfliegen. Und im Gesamten
gebe mir wirklich hier ein riesiges, riesiges Daumen hoch, mega Daumen hoch, auch von Marco, der da drüben steht. Warte, ich zeige ihn euch mal. Hallo. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Abos da lässt, Kommentare macht und vielleicht auch ein Gefällt mir anklickt. Das wäre echt super. Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Hier ist Sarah von Strauß Wanderlust. Heute gehen wir den Lücknerweg. Er hat etwa 18 bis 19 Kilometer. Jetzt ist Quatsch, weil ich geschwätzt habe. Jetzt fange ich an mit Marco.